meinerseits. Wir haben das letzte Mal begonnen, uns mit Netzwerken oder im wissenschaftlichen Bereich mit Graphen zu beschäftigen, also mit solchen Gebilden, die aus Knoten bestehen. Das sind die Knobel hier, die jeweils einen Großbuchstaben als Identifikation in diesem Beispiel haben, und Kanten. Kanten können gerichtet oder ungerichtet sein. In diesem Fall, wo es um kürzeste Pfade geht, von einem Knoten zu einem anderen in einem Netzwerk. In diesem Fall betrachtet man vorzugsweise gerichtete Kanten, was angedeutet ist durch einen solchen Pfeil. Beziehungsweise wenn wir in beiden Richtungen eine Möglichkeit haben, so wie hier von S nach B und von B nach S, dann haben wir jeweils einen Pfeil, einmal von S nach B und einmal von B nach S. Wir haben Kantenlängen, die alles Mögliche sein können, die nicht unbedingt eine geografische Länge oder irgendwas sein können. Sie müssen nur nicht negativ sein. Also es darf die Null vorkommen, es darf jede Zahl größer Null vorkommen. Wir können die Kantenlängen kodieren als ganze Zahlen, wir können sie auch als reelle Zahlen, also float oder double in Java etwa, kodieren. Das ist alles vollkommen egal, das ist für den Algorithmus prinzipiell irrelevant. Genauer gesagt geht es bei diesem Algorithmus darum, von einem Knoten zu allen anderen Knoten jeweils einen kürzesten Pfad zu berechnen. Nicht wirklich einen kürzesten Pfad. Was wir berechnen werden, ist die Distanz, also die Länge eines kürzesten Pfades. Und wir haben das beim letzten Mal betrachtet, darauf will ich jetzt hier nicht direkt noch einmal in dieser Wiederholung eingehen, dass es nicht notwendig ist, immer die ganzen Pfade zu berechnen während des ganzen Algorithmus, sondern wir merken uns immer bei jedem Knoten außer S die letzte Kante, die in diesen Knoten auf einem kürzesten Pfad hineinführt. Und wir haben beim letzten Mal gesehen, dass wir dann, wenn wir für jeden Knoten außer dem Startknoten immer die letzte Kante eines kürzesten Pfades in diesen Knoten hinein speichern, dass wir dann rückwärts von diesem Knoten bis zum Startknoten zurück, Knoten für Knoten, diese Kanten hernehmen können und damit den kürzesten Pfad vom Startknoten zu diesem Knoten rekonstruieren können. Das haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Nur noch mal zum Einstieg, das ist zunächst einmal die Initialisierung. Wir haben zur Erinnerung, wir haben einen Startknoten, der ist schon von Anfang an vor der ersten Iteration, also nach Null Iteration, ist der schon erledigt. Die kürzeste Pfadlänge, die kürzeste Distanz vom Startknoten zu sich selber, wenn wir keine negativen Kantenlängen zulassen, dann ist das natürlich Null. Die beste Möglichkeit, nämlich, dass wir gar nicht erst losgehen, sondern schon da sind. Alle anderen Knoten sind noch nicht erledigt, deshalb sind sie rot dargestellt. Und wir speichern hier in einer beschränkten Prioritätswarteschlange, in einer Bounded Priority Queue, speichern wir immer die roten Knoten, also am Anfang alle außer dem Startknoten, jeweils mit ihrem aktuellen Distanzwert. Diese aktuellen Distanzwerte werden sich noch ändern und irgendwann im Laufe des Algorithmus, wenn ein Knoten von rot auf grün springt, dann bleibt dieser Distanzwert permanent. Und wir müssen noch einsehen, das haben wir noch ausgelassen, wir müssen noch einsehen, dass das korrekt ist, dass wir ja wissen, wenn ein Knoten von rot auf grün springt, wenn er erledigt wird oder wenn er erledigt worden ist, dann ist der Wert, der aktuell da drin steht als Distanzwert, die echte Distanz. So, was heißt das, Distanzkandidaten? Für Knoten am Anfang, für Knoten, die unmittelbar vom Startknoten aus erreichbar sind, steht da die Länge der Kante, über die dieser Knoten erreichbar ist. Und für alle anderen Knoten steht plus unendlich. Das ist einfach der Spezialfall der Invariante. Dazu mache ich jetzt einen Sprung, vielleicht nach drei Iterationen zum Beispiel oder vielleicht noch weiter hierhin, vielleicht nach vier Iterationen. Was war nochmal die Invariante hier, die entscheidende Invariante?
Also zunächst mal ist die Behauptung, dass für die grünen Knoten der Distanzwert, den wir am Ende, als wir ihn aus der beschränkten Prioritätswarteschlange herausgenommen haben, dass das der richtige Distanz dieses Knotens ist. Für alle anderen Knoten steht hier drin, also für die noch rot sind, das sind die, die noch in der Warteschlange drin sind, da steht jeweils die kürzeste Distanz, die möglich ist, vom Startknoten zu dem jeweiligen Knoten, wie zum Beispiel H, hier die 14, die kürzeste Distanz, die möglich ist, vom Startknoten bis dahin, ausschließlich über grüne Zwischenknoten. Oder nehmen wir B her als Beispiel hier. Ich sehe hier erst einmal drei Pfade vom Startknoten zu B in dieser Situation, die allein über grüne Knoten gehen. Einer über grüne Zwischenknoten. Einer ist der direkte Pfad ohne Zwischenknoten, Kantenlänge 20. Eine Möglichkeit ist von S aus über A, C, F nach B. Das hat Länge 12, 15, 17. 17? Ist das richtig? Nee. Genau, das hat Länge 17. Und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, S, A, C, E, F nach B mit Länge 16. Diese drei Pfade gibt es von S nach B, die nur Zwischenknoten enthalten, die grün sind. Und hier steht immer der minimale Wert. So haben wir bei jedem Schritt, wann immer wir einen Knoten grün machen, verringern wir gegebenenfalls die erreichbaren Distanzen, die Distanzen der erreichbaren Knoten. Und hier kommt als 16 eben die kürzeste Möglichkeit heraus. Für Knoten, die nicht, überhaupt nicht erreichbar sind über grüne Zwischenknoten, wie zum Beispiel das D, steht hier unendlich. Das ist auch das Minimum über alle Pfadlängen, die nur grüne Knoten enthalten. Diese Menge von Pfaden ist leer. Es gibt keinen Pfad von Startknoten nach D wie Dora, der nur grüne Zwischenknoten enthält. Das heißt, die Menge aller Pfade von S nach D, die nur grüne Zwischenknoten enthält, ist leer. Und das Minimum über eine leere Menge ist plus unendlich. Passt wunderbar zusammen. So dass wir, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, hier am Anfang nichts anderes als einen Spezialfall dieser Invariante haben. Die Initialisierung, die wir hier sehen, sorgt genau dafür, dass nach null Iterationen vor der ersten Iteration die Invariante erfüllt ist. Wir haben Anzahl bewältigter Iterationen, grüne Knoten plus S. S ist immer ein grüner Knoten. Es sind null Iterationen bisher bewältigt, das heißt null weitere grüne Knoten. Und was für Pfade gibt es von S aus nur über grüne Zwischenknoten? Na, die einzigen Pfade, die es jetzt gibt, von S zu anderen Knoten, die nur über grüne Zwischenknoten gehen, sind genau die direkten Verbindungen von S nach B mit Länge 20, von S nach A mit Länge 20, nach G mit Länge 30, nach L mit Länge 45. Und nur diese haben endlichen Wert. Alle anderen sind nicht über grüne Zwischenknoten erreichbar. Alle anderen Knoten haben dementsprechend am Anfang Wert unendlich. So, wir haben jetzt hier das nochmal übersprungen zur Erinnerung. So wird, wann immer wir einen Knoten auf grün setzen, in diesem Beispiel setzen wir jetzt F auf grün. Wenn wir F auf grün setzen, dann wird sich das ist die Situation, wo wir von hier nach hier E auf grün gesetzt haben. Ja, wenn wir jetzt E auf grün setzen, E ist der kleinste, hat den kleinsten Distanzwert. Wir nehmen immer einen Knoten mit dem kleinsten Distanzwert. Wir machen E entsprechend grün, schmeißen E hier raus aus der Prioritätswarteschlange. Und jetzt haben wir eine Möglichkeit, die Distanz für F zu verbessern, nämlich wir hatten vorher hier, was war das, glaube ich, 15.
Das war die beste Distanz bis dahin, nur über grüne Zwischenknoten. Wir haben jetzt eine neue Möglichkeit gefunden. Dadurch, dass E grün geworden ist, gibt es potenziell neue Möglichkeiten, Pfade zu finden vom Startknoten nach F. Und zwar, die alle über E gehen und über, dann über die Kante von E nach F. Was ist die beste Möglichkeit für diese, die wir neu gefunden haben? Naja, die kürzeste Distanz bis E plus die Länge von E nach F. Das ist das Beste, was wir noch alternativ zu dem bisher gefundenen, was wir jetzt neu finden, die beste Möglichkeit, die kürzeste Weglänge, die jetzt neu geschaffen wurde. Und entweder ist das alte, die 15, schon besser gewesen, oder wie in diesem Fall ist das neue mit Gesamtlänge 14 das bessere. Und das bessere von den beiden nehmen wir her, das beste alte oder das beste neue, nehmen daraus das Minimum und das ist dann die neue Distanz von F. So, bevor wir jetzt mit dem Code weitergehen, sollten wir noch etwas anderes betrachten. Was wir bis jetzt ausgespart haben, war, wie man eigentlich solche Netzwerke, solche gerichteten Graphen implementiert. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten natürlich. Es gibt ganz einfache Möglichkeiten, als Matrix etwa. Sie können ein Matrix haben, wo jede Zeile einem Knoten entspricht und jede Spalte entspricht einem Knoten. Und Sie haben eine Länge in dem Eintrag für die Kante von diesem Knoten, der der Zeile entspricht, zu diesem Knoten, der der Spalte entspricht. Sowas werden wir später noch bei anderen Algorithmen sehen. Hier bei solchen Algorithmen die beste ist, oder fast immer, in fast allen Situationen, die mir bekannt sind, und das ist immerhin mein Spezialgebiet, Algorithmen auf Graphen bzw. Algorithmen auf Netzwerken, in fast allen Situationen, die ich jemals gesehen habe, sieht es am besten ungefähr so aus. Ist das nach diesem Grundprinzip. Sie basteln sich erst einmal eine Klasse für Kanten. Wir haben gesagt, als Konvention, eine Kante in einem gerichteten Graphen nennen wir im Englischen Arc, für Englisch Bogen. Wir haben eine Kante, Sie sehen hier den Konstruktor, eine Kante, den sollte ich mal vielleicht auf Public sicherheitshalber setzen, damit das klar ist. Eine Kante hat einen Knoten als Attribut und dieser Knoten ist, welcher Knoten ist das? Das ist der Knoten, auf den diese Kante verweist. Also wir sehen, wir haben eine Klasse für Knoten und eine Klasse für Kanten. Die Klasse für Kanten verweist auf einen einzelnen Knoten, der Kopf dieser Kante, der Knoten, auf den diese Kante hinzeigt mit ihrem Pfeil, wie wir ihn angedeutet haben. Den bekommen wir jetzt hier zum Beispiel auf diese Art und Weise als Ergebnis einer Methode. Also eigentlich sollte man das GetHead nennen. So der Konvention entsprechend, die man typischerweise mit Get- und Set-Methoden, wie man die normalerweise benennt. Und wir haben noch hier die Länge einer Kante, zum Beispiel als Double. Auf der anderen Seite haben wir eine Klasse Knoten. Und wir haben hier einige verschiedene Attribute dieses einer Klasse Knoten, was wir also in einen Knoten alles hineintun. Wir haben zunächst einmal eine ID dieses Knotens. Da kommt jetzt etwas ins Spiel. Hier schließt sich jetzt ein Kreis. Ich hatte das, als wir Heaps als Beispiel, als gute Implementation für beschränkte Prioritätswarteschlangen eingeführt haben, ist noch gar nicht so lange her, eine Woche glaube ich, als wir das eingeführt haben, habe ich Ihnen das versucht auseinanderzusetzen.
wenn Sie eine mit bei einem Heap, also bei einer beschränkten Warteschlange, die Methode Insert aufrufen, um einen Knoten einzufügen, dann bekommen Sie eine ID zurück. Und wenn Sie später Decrease Key beim Heap aufrufen, um für einen Knoten den Distanzwert zu vermindern, wie Sie das gesehen haben, dann geben Sie bei Decrease Key als weiteren Parameter diese ID wieder hinein und dann nutzt die Heap-Datenstruktur intern diese ID, um zu identifizieren, wo die Information zu diesem Knoten, die Distanz als Schlüsselwert und der Knoten selber als Information, wo das in dem Heap drin ist. Das will ich jetzt nicht nochmal ausführen. Das können Sie sich selber, wenn Sie das beides nebeneinander anschauen, schauen Sie sich ruhig Dijkstra und Heaps nochmal nebeneinander an, auf dem Blatt Papier vielleicht, und versuchen Sie da die Verknüpfung hinzukriegen. So, ein weiteres Attribut, ein boolesches Attribut brauchen wir, um anzudeuten, ob dieser Knoten jetzt noch rot oder schon grün ist. Die Semantik ist, wenn Finish true ist, dann ist dieser Knoten grün, dann ist er erledigt. So, jetzt brauchen wir noch die Kanten. Von jedem Knoten aus müssen wir ja auf die Kanten zugreifen. Aus den verschiedenen Knoten gehen unterschiedliche Anzahlen von Kanten raus. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir das realisieren können. Wir brauchen irgendeine Form, hier, wie wir die Kanten speichern, zum Beispiel als eine Linked List, als eine, wie Sie sie in Java Util finden, als eine Liste von Kanten, hier, die ich die rausgehenden Kanten, die Outgoing Arcs, nenne. Als Private, nach außen hin geht das niemand etwas an, wie die rausgehenden Kanten organisiert sind, dass das als Linked List organisiert ist oder so etwas. Public kriegen Sie einen Iterator über Kanten einfach zurück über diese Public-Methode Outgoing Args, was Ihnen dann intern einen Iterator eben auf diese Linked List liefern sollte. So, alles Weitere lasse ich hier an dieser Stelle aus. Methoden zum Initialisieren und so weiter. Aber das ist so das Grundprinzip, ein sinnvolles Grundprinzip, wie Sie die Knoten und die Kanten eines Graphen implementieren könnten. Knoten hat eine Liste von rausgehenden Kanten. Jede Kante hat als Information, als Attribut gespeichert, den Knoten, auf den diese Kante hinzeigt. Sodass Sie, wenn Sie auf einem Knoten sind, können Sie sich die rausgehenden Kanten aus diesem Knoten jeweils angucken, indem Sie darüber iterieren mit dem Iterable, den Sie hier zurückbekommen. Und wenn Sie sich dann eine solche Kante anschauen, dann kriegen Sie die Länge raus, weil sie ja hier verzeichnet ist. Und Sie kriegen mit GetHead dann den Knoten heraus, auf den diese Kante verweist. Und damit können Sie, so wie wir das hier brauchen, beim Algorithmus von Dijkstra, durch den Graphen iterieren. So, man kann das Ganze noch einpacken in einen Graphen, den nenne ich Dijkstra-Graph, weil die Knoten genau die Attribute haben, die wir jetzt für den Algorithmus von Dijkstra brauchen. Also es ist schon ein spezialisierter Graph, der genau mit seinen Attributen hier, vor allem mit dem Finished und mit der ID, auf den Algorithmus von Dijkstra zugeschnitten ist. Natürlich brauchen wir noch einen Startknoten, von dem aus das Ganze läuft. Und hier lasse ich dann alle weiteren Informationen auch wieder aus. So können Sie sich eine sinnvolle, auch effiziente Implementation vorstellen. So, dann kommen wir hier wieder zurück. Das Ganze, der Algorithmus ist ja eine Schleife, nicht? Ups.
Man kann ihn natürlich auch als Rekursion implementieren, aber sinnvoll, denke ich, zur Präsentation und auch als Implementation ist das wirklich als Schleife zu implementieren. Also in jeder Iteration, das ist die Variante, wird ein Knoten rot und wenn wird grün, von rot auf grün, und wenn der Knoten grün wird, dann passiert irgendwas mit den Distanzen, der roten Knoten, die unmittelbar von diesem grünen Knoten aus über eine einzelne Kante erreichbar sind. Hier, das ist die Formel und jetzt gucken wir uns den Code an. So, was machen wir in einer Iteration? Da machen wir eigentlich gar nicht viel. Zum Implementieren ist eigentlich gar nicht viel da, um den Rumpf der Schleife zu implementieren. Also die Schleife können Sie sich entweder implementieren, entweder vorstellen als eine Vorschleife, die so oft durchläuft, wie es Knoten gibt, minus 1, denn S, der Startknoten, ist ja von Anfang an erledigt und grün und in jeder Iteration wird ein Knoten erledigt und grün, das heißt Anzahl Knoten minus 1 viele Durchläufe. Oder Sie können auch stattdessen als Abbruchbedingung hernehmen, wenn wir da nochmal zurückspringen, hier, dass die Priority Queue leer ist. Das ist Jacke wie Hose, können Sie so oder so implementieren. So, was passiert in einer Iteration? Sie holen erst einmal, wie wir das gesehen haben, aus der Prioritätswarteschlange, die ich hier klein Q genannt habe, holen Sie den Knoten heraus, bei dem die Distanz die kleinstmögliche ist unter allen, die momentan noch in der Queue gespeichert sind. Wenn Sie mehrere Knoten haben mit gleichem Distanzwert, das haben wir beim letzten Mal gesehen, mit gleichem minimalen Distanzwert, dann ist es egal, dann kann der Heap oder die Queue herausgeben, was sie will. Diesen Knoten nenne ich Next, weil das der nächste ist, den wir jetzt erledigen werden. Jetzt gehen wir, also ein bisschen weiche ich hier, sehen Sie, von Java-Syntax ab. Es ist nicht 100% Java. Jetzt gehen wir durch alle was ist hier los? Das muss ich noch korrigieren. Das muss Next heißen. Ich bitte um Entschuldigung. Da darf kein V stehen. Also zunächst einmal geben wir hier direkt an, dass dieser Knoten nicht mehr rot, sondern grün ist, indem wir Finished auf True setzen. Am Anfang haben wir natürlich außer beim Startknoten bei allen Knoten Finished auf False gesetzt. Und hier muss es Next heißen, kann ich jetzt gerade nicht korrigieren, ist aber, denke ich, eine erhebbare Unstetigkeit. Für alle Kanten, die aus diesem Next, aus dem gerade neu grün gefärbten Knoten herausgehen, die gehen wir der Reihe nach durch und nennen sie jeweils A, holen uns da jeweils den Kopf der Liste heraus, also den Kopf der Kante heraus, holen wir uns jeweils, also der Knoten, auf den diese Kante verweist, der gegenüberliegende Knoten. Und jetzt machen wir die Abfrage, die Sie als Formel gesehen haben. Wenn der Distanzwert Delta, nenne ich den hier, wenn der Distanzwert größer ist als der bisherige Distanzwert von diesem Zielknoten der Kante, größer ist als der bisher dort steht, größer ist als das, was wir am bestmöglichen über Next erreichen, nämlich der Distanzwert von Next plus die Länge von A, dann setzen wir Head von Delta entsprechend runter um diesen Wert und setzen dementsprechend, wenn dieser Knoten noch im Spiel ist, setzen wir den mit dieser ID Head-ID herunter und dem entsprechenden Wert. Ich sehe, hier muss ich noch ein bisschen nacharbeiten. Gut, wenn wir jetzt, das haben wir alle schon mal durchgegangen, wir sind auch durchgegangen, was die Invariante ist, ohne dass wir die jetzt schon bewiesen haben, dass wir sagen, okay, das ist offensichtlich, nach null Iteration ist S erledigt, der Startknoten und keine weiteren Knoten, nach einer Iteration ist ein weiterer Knoten erledigt, nach 3751 Iterationen sind 3751 weitere Knoten erledigt und so weiter.
Das ist die Behauptung, die wir noch zu beweisen haben, dass das Distanzattribut bei einem grünen Knoten tatsächlich korrekt ist, das, was wir am Ende rausbekommen wollen. Für jeden Knoten, der noch nicht erledigt ist, der noch rot ist, der noch in der Warteschlange ist, ist das Distanzattribut die Länge eines kürzesten Pfades, der nur über grüne Knoten geht, das, was wir eben im Beispiel schon gesehen haben. Und das ist wieder offensichtlich, dass die roten Knoten, die Knoten, die noch nicht erledigt sind, genau die sind, die in der Queue drin sind, und wir speichern immer diesen Distanzwert ein. So, und dann sind wir hier weitergegangen, das haben wir alle schon gesehen, schrittweise, brauchen wir jetzt nicht nochmal im Detail durchzugehen, schrittweise wird ein Knoten nach dem anderen grün, sodass am Ende 17 Knoten haben wir, nach 16 Iterationen sind alle Knoten grün, beziehungsweise die Warteschlange ist jetzt leer geworden, weil die roten Knoten eben alle grün geworden sind. Und in dem Moment, wenn ein Knoten erledigt wird, von rot auf grün springt, geht er aus der Queue heraus. So, schauen wir uns das mit dem Code nochmal ein bisschen weiter an. Also Initialisierung, für alle Knoten setzen wir Finished auf False und die Distanz setzen wir auf Unendlich. Ist so, das heißt, zunächst einmal setzen wir für alle Knoten die Distanz auf Unendlich und Finished setzen wir auf False. Damit haben wir für manche Knoten noch einen Fehler eingebaut. Der Startknoten ist eben finished, also müsste hier true stehen, und für die Knoten, die vom Startknoten aus direkt über eine einzelne Kante erreichbar sind, ist auch unendlich nicht der richtige Wert. Hier auf dieser Folie haben wir noch den Platz, um die Fehler, die wir gemacht haben, beim Startknoten zu korrigieren. Natürlich soll der Startknoten auf true gesetzt werden. Und seine Distanz wird auf 0 gesetzt. Denn das Beste, was man tun kann, wenn es keine negativen Kantenlängen gibt, um von S nach S zu kommen, ist einfach bei S zu bleiben. So, für alle Knoten machen wir das und für S überschreiben wir das. Und hier müssen wir dann noch für die Knoten, die unmittelbar über eine einzelne Kante von S aus erreichbar sind, müssen wir dann auch noch die Länge korrigieren. Die steht jetzt am Anfang auf unendlich, aber für jede Kante, die aus S rausgeht, der Knoten, auf den diese Kante verweist, da haben wir gesehen, soll die Initialisierung der Länge gerade die Länge dieser Kante sein. Was wir jetzt noch machen müssen, ist für alle Knoten, die nicht dem Startknoten entsprechen, für alle diese Knoten fügen wir ein mit dem aktuellen Distanzwert, entweder unendlich oder, wenn es eins von den Knoten ist, die unmittelbar von S aus erreichbar sind, entsprechend diese Länge setzen wir hier als Schlüsselwert hinein, und x selber, der Knoten, ist die Information, denn wir müssen ja dann wieder auf den Knoten zurückkommen. Und die ID, die wir zurückbekommen beim Einfügen in eine Queue, um hinterher die Crease Key auf diesem Delta-Wert ausführen zu können, müssen wir uns speichern, wo in der Queue die Information abgelegt ist, die wir hier als Parameter übergeben haben, und dass wir später dann diese ID reingeben, um dann den Delta-Wert zu verringern. So, das sind diese Sachen. Jetzt gucken wir uns die Situation nochmal an, nach so und so vielen Iterationen. Haben wir gesehen, ein Knoten Extractmin, hier ist nochmal derselbe Fehler, hier müsste Next stehen, tut mir leid. Genau dasselbe, was wir eben gesehen haben.
Und hier nochmal das, was wir eben auch gesehen haben. Wenn wir einen Knoten auf grün, von rot auf grün setzen, gehen wir durch sämtliche rausgehenden Kanten durch, gucken uns jeweils an, wo die Knoten an, auf die diese Kanten verzeigen. Wenn die noch nicht grün sind, dann machen wir ein Update auf dem Delta-Wert und verringern diesen Knoten und verringern diesen Wert, den Schlüsselwert entsprechend. Und Sie sehen, hier gebe ich die ID ein und hier den Wert, den neuen Wert, den dieser Knoten jetzt in der beschränkten Prioritätswarteschlange haben soll. Also wenn Sie sich das, wie gesagt, nochmal nebeneinander hernehmen, die Heap-Datenstruktur oder beziehungsweise das Interface der Bounded Priority Queue, was ja durch die Heap-Datenstruktur implementiert wird, und auf der anderen Seite die Methoden, die hier verwendet werden, dann sehen Sie, dass das wirklich 1:1 zusammenpasst. So, damit sind wir mit der Implementation fertig. Ich sehe gerade keine Fragen. Dann kommen wir noch zu dem letzten Punkt, der noch nicht fertig ist. Und dann sind wir mit dem Gesamtalgorithmus fertig. Nämlich zum Beweis. Also, was sicherlich offensichtlich ist, ist, dass am Ende dass der Algorithmus nicht abstürzt. Unter der Voraussetzung natürlich, dass alles korrekt implementiert ist. Klar, wenn wir Programmierfehler einbauen, dann können wir natürlich nicht garantieren, dass der Algorithmus nicht abstürzt. Er stürzt aber dann nicht ab, wenn wir ihn richtig implementiert haben. Es gibt keine Operationen, wo jetzt auf ein Null-Element, auf dessen Attribute oder Methoden zugegriffen wird. Arrays haben wir sowieso nicht. Das heißt also, wir können auch nicht auf eine falsche Array-Komponente zugreifen, die nicht existiert. Wir dividieren nicht durch Null. Und Überlauf haben wir hier eigentlich auch nicht. Die Operationen, die wir da haben, sind eigentlich sicher. Also man kann natürlich irgendwie Beispiele, die die Längen so basteln, dass da doch ein Überlauf passieren würde. Aber in realen Anwendungssituationen, das haben wir ja beim letzten Mal betrachtet, können wir ohne Einschränkung davon ausgehen, wenn der Algorithmus korrekt implementiert ist, dann gibt es auch keinen Überlauf. Ja? Wir hatten das Beispiel, das Navi hat eine Granularität von 10 Metern. Und selbst wenn Sie das gesamte Straßennetz von Europa, Asien und Afrika haben, das Schlimmste, was Ihnen passieren kann, die höchste Zahl, die vielleicht herauskommen könnte, wäre sowas wie 20.000 Kilometer. Das sind 20 Millionen Meter oder das 2-Millionenfache von 10 Metern. Dann sind Sie immer noch weit im sicheren Bereich. Überlauf kann Ihnen erst über 2,4 Milliarden beim Datentyp int passieren. Also Sie sind absolut im sicheren Bereich. Bei Datentyp Double, den wir eben im Beispielcode hatten, ist sowieso alles noch viel entspannter. So, jetzt müssen wir einsehen, dass der Algorithmus tatsächlich, also es ist leicht einzusehen, das haben wir, denke ich, schon eingesehen, dass nach Anzahl Knoten minus 1 Iterationen der Algorithmus fertig ist. Er wird terminieren und er stürzt nicht ab, das haben wir jetzt auch nochmal diskutiert. Die Frage ist, ob die Ergebnisse die richtigen sind. Das heißt, wenn wir in dem Moment, wenn wir einen Knoten von rot auf grün wechseln lassen und die Distanz, der Distanzwert, den dieser Knoten in dem Moment hat, dass das tatsächlich die richtige Zahl ist, die richtige Distanz. So, und wir haben gesehen, dass uns insbesondere eine bestimmte Art von Pfaden interessiert dabei, die ich jetzt hier grüne Pfade nenne. Ein grüner Pfad soll einfach sein, ein Pfad vom Start nun zu einem anderen Knoten, sodass alle Zwischenknoten grün sind. Der Zielknoten dieses Pfades muss nicht grün sein, der kann auch rot sein, aber alle Zwischenknoten, so es überhaupt Zwischenknoten gibt, müssen grüne Knoten sein, dann nennen wir diesen Pfad einen grünen Pfad. So, hier sind nochmal die Invarianten, die Teile der Invarianten haben wir schon geklärt, das ist schon mehrfach geklärt, letztes Mal und dieses Mal.
Das ist so, wie der Algorithmus implementiert ist, offensichtlich. Das hier ist auch offensichtlich. Am Anfang packen wir ja alle roten Knoten, alle Knoten ohne den Startknoten in die Queue hinein. Und immer wenn wir einen Knoten erledigen, genau in dem Moment, genau in der Iteration, holen wir ihn aus der Queue heraus. Das heißt also, die unerledigten Knoten sind genau die mit ihrem Distanzattribut. Wir nehmen immer das Distanzattribut als Schlüsselwert. Wann immer wir das Distanzattribut eines Knotens reduzieren, rufen wir auch die Crease Key auf, um in der Queue auch das Distanz, den Distanzwert dort drin zu auf denselben Wert zu setzen. Und damit ist gewährleistet, dass das Distanzattribut immer auch in der Queue der Schlüsselwert dieses Knotens ist. Was problematisch ist, das ist das, was wir zeigen wollen. Wenn wir ein Knoten erledigt ist, dann ist das der Wert, der Distanzwert, der in diesem Knoten drin steht, der richtige. Und dafür ist es natürlich wichtig, was vorher, was auch bei den nicht erledigten Knoten für Distanzwerte drinstehen. Ja, da darf nicht Kraut und Rüben drinstehen. Da muss schon das drinstehen, was ich gesagt habe, was Sie im Beispiel gesehen haben. Wenn ein Knoten nicht erledigt ist, wenn ein Knoten noch rot ist im Bild, dann darf in diesem Knoten als Distanzwert nur ein bestimmter Wert stehen, nämlich die kürzeste Möglichkeit über grüne Pfade, also ausschließlich über grüne Zwischenknoten, vom Startknoten zu diesem Knoten hinzukommen. Beziehungsweise, wenn es gar keine solche Möglichkeit gibt, dann eben wieder das neutrale Element der Minimumsbildung plus unendlich muss dann da dran stehen. Das ist natürlich wichtig dafür, dass das am Ende herauskommt. Das heißt, das bedeutet konkret, wir können gar nicht hergehen und einfach im luftleeren Raum diesen Punkt, der uns eigentlich interessiert, zu beweisen. Wir werden es nicht hinkriegen. Wir müssen auch beweisen mit der vollständigen Funktion, dass auch das erfüllt ist. Erst daraus werden wir schließen können, dass dann für einen Knoten, der erledigt ist, eben das erfüllt ist, was wir am Ende herauskriegen wollen. Ja, man wird die Invariante immer formulieren müssen über alle Teile, über alle Daten, die man verwaltet. Das hier ist eine Information über das Datenattribut finished. Ja, auch in finished darf nicht Kraut und Rüben drinstehen, sondern es muss genau das drinstehen, was die Invariante sagt. Wenn da was anderes drinsteht in den finished-Attributen, dann wird der Algorithmus nicht korrekt funktionieren. Das hier ist die Aussage, die wir treffen über die Queue, was in der Queue drin ist. Wenn das, was in der Queue drin steht, unwichtig wäre für die Korrektheit des Algorithmus und deshalb weggelassen werden könnte in der Invariante, dann könnten wir auch die Queue weglassen. Das ist die Aussage über die Distanzwerte der roten Knoten und das ist die Aussage der Distanzwerte über die grünen Knoten. Für alle Daten, die wir verwalten, für alle Variablen, die wir verwalten, die Queue mit ihrem Inhalt, die Finished-Attribute, die Distanzattribute, für alle diese Daten gibt es Teile in der Invariante, die beschreiben, was in diesen Variablen drin ist. Wenn es irgendwelche Variablen gibt, deren Inhalte nicht wert sind, in der Invariante beschrieben zu werden, dann kann man diese Variablen rausschmeißen, dann haben sie nämlich keine Funktion für die Korrektheit. So. Induktionsanfang, so sieht es nach null Iteration, vor der allerersten Iteration aus, hatten wir schon gesagt. S und 0 weitere Knoten sind grün. Für alle erledigten Knoten ist, das ist nur S, für alle erledigten Knoten steht im Distanzwert das Richtige drin. Ja, tut es, nämlich 0. Für alle nicht erledigten Knoten steht im Distanzwert auch das Richtige drin, nämlich für die unmittelbar erreichbaren über eine einzige Kante erreichbaren Knoten steht gerade die Länge der Kante drin. Das ist der einzige grüne Pfad,
der im Moment zu diesen Knoten verweist, auf diese Knoten hinführt. Und für alle anderen Knoten gibt es gar keinen grünen Pfad, da steht unendlich drin. Und der letzte Teil der Invariante sagt für die Situation nach Null Iterationen, dass da alle roten Knoten, alle Knoten ohne S, jeweils mit diesen Distanzwerten drin sind. Ja? Dieses Bild sagt schlicht und einfach aus, die Invariante ist unmittelbar vor der ersten Iteration, also nach Null Iterationen, erfüllt. Jetzt kommen wir zum Induktionsschritt. Ich wähle jetzt einfach irgendeinen Induktionsschritt aus, wo wir noch nicht so weit fortgeschritten sind, also eine Iteration von 3 nach 4, also das ist die Situation vor dieser Iteration. Da sind neben S schon 3 weitere Knoten grün geworden, die sind rausgestrichen worden. Und was Sie hier gezeichnet, illustriert sehen, ist die Induktionsvoraussetzung. Wenn wir beweisen wollen, dass der Algorithmus funktioniert, dass diese Schleife funktioniert, dass die Invariante erhalten bleibt durch jede Iteration, dann nehmen wir uns eine Iteration generisch her, stellvertretend ist das hier in diesem Beispiel die vierte Iteration und gehen als Induktionsvoraussetzung davon aus, dass unmittelbar vor der betrachteten Iteration die Invariante erfüllt ist. Wir gehen also davon aus, dass genau S und 3 weitere Knoten grün sind, weil wir ja nach 3 Iterationen die Situation betrachten, unmittelbar vor der vierten Iteration. Wir gehen davon aus, dass da die richtigen Distanzen drin sind. Davon können wir uns per Augenschein einfach mal überzeugen. Es gibt nichts Besseres, von S nach A zu kommen, als über diese Länge 8. Es gibt nichts Besseres, nach C zu kommen von S aus als hier. Es gibt nichts Besseres, nach E zu kommen als so. Und für die anderen Knoten können wir uns auch per Augenschein davon überzeugen, in diesem Beispiel, dass auch da die Invariante erfüllt ist. Der Distanzwert, der da drin steht, ist gerade die kürzeste Möglichkeit, allein über grüne Zwischenknoten von S zu diesem Knoten zu kommen. Und hier sind auch genau diese Werte drin. Die roten Knoten sind noch alle drin, jeweils mit den Distanzwerten, die der Invariante entsprechen. So, das ist die Induktionsvoraussetzung, was wir auf diesem Bild sehen. Und hier sehen Sie jetzt sozusagen den Induktionsschritt, die Situation einen Schritt weiter und können sich zunächst einmal im Bild für dieses Beispiel und für diese Iteration davon überzeugen, dass die Invariante durchgehalten wurde. Ein Knoten mehr ist grün geworden, S plus Anzahl Iterationen, viele Knoten sind grün. Und Sie können sich davon überzeugen, dass das Update richtig ist und hier auch das Update richtig ist. Haben wir mehrfach schon gemacht, brauchen wir nicht nochmal durchgehen. So, wie gesagt, diese beiden Punkte, die hier gelb jetzt unterlegt sind, sind offensichtlich, haben wir schon mehrfach gesagt, dass die grünen Knoten gerade S und I weitere sind und dass in der Queue die richtigen Werte drin stehen. Jetzt überlegen wir uns erst einmal, warum das eigentlich richtig ist. Das haben wir, warten Sie, das haben wir im Prinzip schon gesehen, weil wir haben wieder nochmal an diesem Beispiel. Wir haben jetzt, wir machen jetzt F grün. Gut, dass wir die Knoten nicht blau machen, wir machen sie nur grün. Wir nehmen uns den nächsten Knoten raus, der in Frage kommt. Hier in Frage kommen 2, wählen uns ein, also die Datenstruktur, die Queue, gibt halt einen von beiden zurück. Das hängt von ihrer internen Organisation ab, welcher von den beiden das ist. Das F zum Beispiel in diesem Fall habe ich einfach mal gewählt. Und wir hatten für Knoten, wie beispielsweise jetzt das B, hatten wir vorher verschiedene Möglichkeiten, in diesem Fall nur eine Möglichkeit, über grüne Pfade hinzukommen. Die beste Möglichkeit bisher war mit Länge 20. Wenn wir jetzt F grün wählen, dann haben wir eine bessere Möglichkeit, nämlich 14,
die beste Möglichkeit, von S über grüne Zwischenknoten nach F zu kommen, plus die Länge 2 und daten das entsprechend ab, dass B jetzt die Länge 16 hat. So, also hier brauchen wir jetzt keinen tiefliegenden Beweis. Ich denke, es wird aus diesem Beispiel und aus den Formeln, die Sie gesehen haben, klar, dass dieser Teil der Invariante hier erfüllt ist, dass die Knoten, die noch rot sind, dass da nicht irgendwelcher Murks drin steht, sondern genau das, was hier gesagt ist, was ich schon des Öfteren letztes Mal und dieses Mal gesagt habe. Für einen roten Knoten ist der aktuelle Distanzwert die kürzeste Möglichkeit, von S nur über grüne Zwischenknoten zu kommen. Das ist hoffentlich mit den Erläuterungen, die ich gegeben habe, einsichtig. Hier nochmal aufgeführt. Kürzester grüner Pfad nach B, der nur Zwischenknoten aus dem bisherigen enthält. Hier die beste Möglichkeit, nach B zu kommen, indem Sie alle bisherigen Möglichkeiten das Beste und alle neuen Möglichkeiten das Beste wählen. So, jetzt kommen wir zum Hauptteil. Also die anderen drei Teile haben wir damit erledigt. Die waren einfach aus dem Beispiel heraus zu verstehen, dass das richtig ist. Ja, da brauchen wir kein Brimborium zu machen. Hier brauchen wir jetzt auch kein Brimborium zu machen, keine Sorge. Aber wir müssen uns ein bisschen mehr überlegen. Wieso folgt jetzt aus den anderen Punkten, dass bei einem grünen Knoten die wahre Distanz tatsächlich drinsteht, in dem Moment, wenn er grün geworden ist, und dann ändern wir ja seinen Distanzwert nicht mehr, sodass am Ende des Algorithmus tatsächlich der korrekte Distanzwert im grünen Knoten drinsteht. Noch kleiner Punkt dazu. Ich hatte ja gesagt, dass der Algorithmus voraussetzt, dass die Kantenlängen nicht negativ sind. Das muss ja irgendwo eingehen in die Korrektheit des Algorithmus, weil wenn es nirgendwo eingeht in die Korrektheit des Algorithmus, dann heißt das, der Algorithmus funktioniert auch für negative Kantenlängen. Wird aber nicht funktionieren. Und deshalb muss es jetzt irgendwo eingehen. Bis jetzt ist es nirgendwo eingegangen in die Korrektheit. Muss es also an dieser Stelle eingehen. Oder andersrum gesagt, das hier, spätestens das hier, stimmt nicht mehr, wenn wir negative Kantenlängen haben. So, wie sieht dieser Schritt aus? Wir lösen uns also jetzt von dem Beispiel, wir betrachten das Ganze etwas generischer. Man könnte es noch innerhalb eines Beispiels oder innerhalb auch dieses Beispiels, was wir gesehen haben, hernehmen. Aber ich habe mich dafür entschieden, das jetzt davon zu abstrahieren. Ich denke, es wird übersichtlicher und es wird klarer dabei, worum es geht. Wir haben hier einen grünen Pfad zu einem roten Knoten. Und dieser Knoten soll jetzt der nächste sein, der grün wird. Das ist der Knoten in der Queue. Rot heißt, er ist auch in der Queue. Das ist der Knoten mit minimaler Distanz in der Queue. Und wir nehmen uns hier nicht irgendeinen Pfad her, sondern wir nehmen uns wirklich den kürzesten Pfad her. Ja? Das ist der kürzeste grüne Pfad von S nach V. Das heißt, der, dessen Länge gerade der Distanzwert ist, mit dem dieser Knoten V in der Queue gespeichert ist. Das hatte ich ja beim letzten Mal gesagt, dass man Knoten typischerweise mit V und ähnlichem, VW und so weiter abkürzt, weil man da von dem englischen Wort Vertex das V hernimmt und nicht vom englischen Wort Node das N. Das ist leicht zu verwechseln mit natürlicher Zahl N, deshalb eher V, und dann nimmt man auch andere Kürzel wie V1, V2, V3, V', V2' natürlich, aber auch W und U, um das ein bisschen variabler zu halten mit der Benennung von Knoten. Ist halt so. So, wir wollen, also wir setzen voraus, wir wissen,
nach Induktionsvoraussetzung, dass in V die kürzeste Länge eines grünen Pfades drin ist. Und wenn wir jetzt in der Situation sind, dass V von Rot auf Grün wechselt, wollen wir beweisen, unter dieser Voraussetzung, wollen wir beweisen, dass in V tatsächlich die kürzeste Distanz überhaupt drin steht. Also nicht nur über grüne Pfade, sondern überhaupt. Das ist auch jenseits von grünen Pfaden mit anderen Sorten von Pfaden nichts Besseres gibt, als nach V zu kommen, als das über die grünen Pfade. So, wir gucken uns mal einen anderen Pfad an, der nach V geht. Und zwar gucken wir uns an, wir gucken uns irgendeinen anderen Pfad an, der über V, der nach V geht. Ja? Wir wollen zeigen, dass dieser Pfad, dessen Länge hier gerade der Distanzwert ist, der kürzeste grüne Pfad von S nach V, nur über grüne Zwischenknoten, dass das das Beste ist, was man überhaupt tun kann, um von S nach V zu kommen. Die kürzeste Möglichkeit überhaupt. Und da gucken wir uns einfach einen anderen Pfad mal an und wollen zeigen, dass dieser andere Pfad nicht kürzer ist. Kann vielleicht gleich lang sein, aber er ist auf jeden Fall nicht kürzer. Und dieser andere Pfad sieht nicht irgendwie beliebig Kraut und Rüben aus, sondern der hat schon eine bestimmte Struktur. Ja, der geht vielleicht eine gewisse Anzahl von grünen Knoten durch, vielleicht auch gar keinen, dann besteht dieser Pfad hier, dieser grüne Pfad, nur aus dem Knoten S und der erste rote Knoten, aber irgendwann gibt es einen ersten roten Knoten. Ja, wenn, so, ich sammle nochmal. Was sehen wir hier? Das ist der Pfad, der kürzeste grüne Pfad von S nach V und wir sind in der Situation, dass wir als nächstes diesen Knoten von Rot auf Grün setzen wollen. Ein anderer Pfad muss, wenn das kein grüner Pfad ist, dann muss er mindestens einen roten Knoten noch enthalten, sonst wäre es ein grüner Pfad. Aber von den grünen Pfaden haben wir schon das Minimum. Also betrachten wir uns einen Pfad, der nicht grüner Pfad ist, der also mindestens einen Knoten enthält, der rot ist, der kann bis zu diesem ersten roten Knoten eine gewisse Anzahl von grünen Knoten, von grünen Zwischenknoten enthalten, muss nicht, das Bild kann auch reduziert sein, nee, es muss mindestens einen Knoten enthalten, denn die es kann auch reduziert sein darauf, dass nur S ein grüner Knoten ist und diese ganzen grünen Knoten gar nicht existieren, also 0 als Grenzfall kann auch sein, dass wir hier 0 grüne Zwischenknoten haben, während wir jetzt in diesem anskizzierten Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grüne Zwischenknoten haben. Irgendwann muss es einen roten Knoten geben, sonst wäre es ein grüner Pfad und von den grünen Pfaden haben wir schon das Minimum. So, es gibt einen grünen Pfad und jetzt kann es irgendwie beliebig weitergehen. Das ist hier so angedeutet. Jeder andere Knoten, es kann auch sein, dass es gar keinen Zwischenknoten mehr hier gibt, sondern dass dieser Pfad direkt von W nach V geht. Aber es kann sein, dass es hier auch Zwischenknoten gibt und mit diesem Grün-Rot ist angedeutet, dass uns vollkommen wurscht ist, für jeden einzelnen dieser Knoten, ob das jetzt ein grüner oder ein roter Knoten ist. Das kann beliebig wild hin und her gehen. Der Pfad kann in den grünen Bereich reingehen, in den roten Bereich, in den grünen Bereich, in den roten Bereich. Der kann beliebig wild sein. So. Und irgendwann kommt er nach V. Wir wollen argumentieren, dass dieser Pfad, dass jeder nicht grüne Pfad mindestens genauso lang sein muss wie der kürzeste grüne Pfad. Das ist das, was wir zeigen müssen. Was hier drin steht als Distanzwert, ist die Länge eines kürzesten grünen Pfades. Und wir wollen zeigen, dass jeder andere Pfad, der nicht grün ist, auch nicht kürzer sein kann. So ein Pfad muss mindestens einen roten Knoten enthalten. Er kann bis dahin, also wir nehmen uns den ersten roten Knoten her auf diesem Pfad, das sei W. Wir können bis dahin grüne Knoten haben, müssen aber nicht. Und was danach passiert, ist egal. Grün, Rot, vollkommen wurscht. Oder vielleicht sogar auch hier oben, wie gesagt, keine Knoten mehr, sondern direkte Kante von W nach V. Der entscheidende Punkt ist, jetzt nutzen wir aus, wie wir den Knoten V wählen.
denn wir wählen den sowohl V als auch W sind in der Priority Queue, sind momentan in der Queue drin. Und V ist der Knoten oder ein Knoten mit minimalem Distanzwert hier. Das heißt, W hat mindestens so hohen Distanzwert wie V. So, halten wir das fest. Wenn wir W als nächstes von Rot auf Grün gehen lassen, V als nächstes von Rot auf Grün gehen lassen, dann hat W mindestens so einen großen Distanzwert wie V. Und jetzt kommt der Punkt, wo eingeht, dass die Kantenlängen nicht negativ sind. Denn wenn die Kantenlängen nicht negativ sind, dann hat, egal ob das jetzt hier nur eine Kante ist oder ein ganzer Pfad, so wie hier angedeutet, dann hat dieser Pfad nicht negative Kantenlänge. Das heißt, wir haben hier eine Distanz, wir haben hier schon über die beste Möglichkeit dahin zu kommen, über grüne Knoten einen Distanzwert, der mindestens so groß ist wie der von V. Hier lang weiter kann es nur noch größer werden oder gleich bleiben, aber jedenfalls nicht kleiner. Also ist diese Gesamtlänge dieses Pfades von S über W nach V mindestens so lang wie dieser Pfadlänge über einen grünen Pfad von S nach V. Und damit sind wir fertig. Wir haben gesehen, jeder Pfad, der nach V führt, muss mindestens so lang sein wie der Distanzwert, der in V drin steht in diesem Moment. Wir haben ausgenutzt, wir wählen als V, als nächster Knoten, den wir grün machen, wählen wir immer denjenigen mit dem kleinsten Distanzwert, sodass also dieser Knoten W hier mindestens so hohen Distanzwert hat. Und wir haben ausgenutzt, dass die Kantenlängen nicht negativ sind. Also kann das Ganze hier nur noch länger werden, nicht kürzer werden. Und damit haben wir bewiesen, dass wenn V von Rot auf Grün wechselt, dass der Distanzwert, der darin steht, der richtige ist. Die minimale Länge irgendeines Pfades. Oder andersrum formuliert, in diesem Moment, wenn V von Rot auf Grün wechselt, ist die kürzeste Pfadlänge über grüne Knoten genau die kürzeste Pfadlänge überhaupt zu diesem Knoten. Spielen Sie doch mal rum. Überlegen Sie sich, basteln Sie sich ein Beispiel, bei dem Sie W statt V, also bei dem Sie nicht den Knoten mit kürzester Distanz hernehmen aus der Queue, sondern einen anderen Knoten mit höherer Distanz, mit höherem Distanzwert. Versuchen Sie sich ein Beispiel dazu zu basteln, was dann alles schief geht, dass dann der Algorithmus nicht mehr korrekt funktioniert, oder basteln Sie sich ein Beispiel her auf Basis dieses Beweises, wie ein Beispiel aussehen muss mit negativen Kantenlängen, sodass dann der Algorithmus schief geht. Wenn Sie das beides gemacht haben, mal im stillen Kämmerlein, dann denke ich, ist das ein wichtiger Schritt getan, um zu verstehen, um tiefer zu verstehen, was ich hier eigentlich gemacht habe. So, und damit ist dieser Punkt auch erledigt. Und damit ist der Korrektheitsbeweis durch. Sie werden sicherlich jetzt das Letzte, was ich gesagt habe, nochmal ein bisschen sacken lassen müssen. Vielleicht gucken Sie sich das Ganze nochmal an in einer Umgebung, die nicht so, die so ein unangenehmes Mikroklima hat wie in diesem Saal. Und wie gesagt, folgen Sie einfach meinem Ratschlag, was ich eben gesagt habe, dass Sie sich dieses Beispiel hernehmen, als Beispiel, oder dass Sie dafür Beispiele konstruieren, was passiert, wenn Sie einen anderen Knoten als den mit minimaler Distanz hernehmen oder wenn Sie negative Kantenlängen einbauen, was dann im Algorithmus alles schief geht. Gut, damit sind wir mit diesem Algorithmus durch. Wir bleiben noch bei kürzesten Pfaden. Gibt es noch zu diesem Algorithmus Fragen? Gut, wir bleiben noch bei kürzesten Pfaden und betrachten so.
und betrachten eine andere Variante von kürzesten Faden. Gibt es Fragen, die wir hier im Plenum diskutieren können? Nicht? Okay. Wir betrachten jetzt eine andere Version von kürzeste Pfade-Problem, nämlich nicht mehr von einem Knoten zu allen anderen Knoten, sondern von jedem Knoten zu jedem Knoten. Ich sollte vielleicht nochmal einen Punkt dazu sagen, jetzt nochmal, ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal gesagt habe, ich glaube, ich habe es gesagt, aber kann ich schauen, das nochmal zu sagen, von einem Knoten zu allen anderen Knoten kürzesten Pfad zu berechnen, ist natürlich Quatsch, wenn Sie sich wie das den Anwendungsfall vorstellen, Sie wollen von Darmstadt irgendwo hier nach Frankfurt irgendwo hin, Frankfurt-Main irgendwo hin fahren und Sie haben das Kartenmaterial von ganz Europa, Asien und Afrika. Ja, es braucht schon einiges an Laufzeit, bis dann der Algorithmus durch alle diese ganzen verschiedenen Kontinente durchgegangen ist. Da haben Sie ja, wenn jede Straßenkreuzung, jede Einmündung ein Knoten ist, haben Sie ja unglaublich viele Knoten und entsprechend unglaublich viele Kanten. Das ist natürlich Overkill, das den Algorithmus, so wie er jetzt formuliert war, durchlaufen zu lassen, um von Darmstadt nach Frankfurt zu kommen, sondern das läuft einfach so ab, in dem Moment, wenn der Knoten, zu dem Sie hinwollen, grün geworden ist, brechen Sie den Algorithmus ab und gut ist. Dann wird, wenn Sie sich das mal vorstellen, wie der Algorithmus sich geografisch durchfressen wird, der wird schon ungefähr einen konzentrischen Kreis bilden, der sich immer weiter ausdehnt vom Startknoten aus in jede Richtung. Natürlich nicht hundertprozentig genau, aber so ungefähr wird das sein. Und so wie dieser Kreis, also die grünen Knoten, können Sie sich so näherungsweise als einen gefüllten Kreis vorstellen, der immer weiter weggeht aus dem vom Startknoten aus. Und in dem Moment, wenn dieser Kreis dann Ihren Zielknoten in Frankfurt überstrichen hat, sodass der auch grün geworden ist, dann können Sie den Algorithmus stoppen und haben nur diesen kleinen Umkreis um Ihren Startknoten herum durchsucht und nicht den gesamten Umkreis, der bis Singapur und Kapstadt geht. So, jetzt kommen wir zu der einer weiteren Problemstellung. Wir wollen gleichzeitig von jedem Knoten zu jedem Knoten, zu jedem anderen Knoten und auch zu sich selbst einen kürzesten Pfad finden. Ja? Wir haben hier ein entsprechend kleineres Beispiel, habe ich gebaut, damit das Ganze noch schön auf die Folie raufpasst. Und hier organisieren wir jetzt den Graphen anders als bisher. Ja, ich hatte Ihnen ja gezeigt, wie man das für den Algorithmus von Dijkstra sinnvollerweise Knoten und Kanten als Datenstrukturen in Java implementieren kann. So oder so ähnlich würde man das in der Praxis eigentlich immer machen. Vielleicht nicht hundertprozentig genauso, aber ungefähr so. Das hängt natürlich von dem Kontext ab, in dem Sie Dijkstra anwenden wollen. Hier, wenn Sie von jedem Knoten zu jedem Knoten einen Wert berechnen wollen, hier können wir uns das dann von vornherein leisten, das Ganze in einer Matrix, also in Java in einem zweidimensionalen Array abzuspeichern. Ja, wir haben hier Zeilen und Spalten. Also es macht Sinn, die Knoten zu indizieren. Hier jetzt mit 1 bis 6. In Java wäre es sinnvoll, die Knoten mit 0 bis Anzahl Knoten minus 1 zu indizieren, weil ja Arrays mit 0 beginnen, mit dem Index 0 beginnen. Hier nehme ich mir wieder die künstlerische Freiheit, das typische mathematische zu indizieren, mit 1 beginnt, sodass Sie dann so in Java ein Doppel-Array haben, ein Array von Arrays von dem zugrunde liegenden Zahlentyp. Und Sie hätten dann von 0 bis 5 in Java, von 0 bis 5 hier die Indizes der Arrays und hätten auch die Knoten von 0 bis 5 indiziert. Hier sind die Knoten von 1 bis 6 indiziert und entsprechend auch. Die Indizes sind natürlich 1 bis 6. Hier habe ich aufgetragen V1 bis V6 als Information für die Tabelle.
So, und das ist die Initialisierung. Hier, damit beginnt der Algorithmus. Der nächste Algorithmus, den ich jetzt hier vorstelle, heißt Bellman-Ford, benannt nach den beiden Erfindern Bellman und Ford. So, wie initialisieren wir diese Matrix, in der alle Berechnungen stattfinden? Auf der Diagonalen haben wir immer die Distanzen von einem Knoten zu sich selbst. Die initialisieren wir mit 0, so ähnlich wie bei Dijkstra. Ich sollte jetzt was dazu sagen. Ich habe das vergessen zu sagen. Dieser Algorithmus wird in gewisser Weise auch mit negativen Kantenlängen und sogar mit Zyklen mit negativer Gesamtlänge fertig werden. Er wird mit negativen Kantenlängen erst einmal fertig werden. Solange es keine Zyklen negativer Gesamtlänge gibt, wird dieser Algorithmus korrekte Längen berechnen. Das kann der Algorithmus von Dijkstra nicht. Wenn es Zyklen negativer Länge im Graphen gibt, darauf werden wir dann noch zu sprechen kommen, dann wird der Algorithmus nicht mehr wirklich die kürzesten Weglängen in dem Sinne berechnen. Das sehen wir uns genau an, was er dann noch als Weglängen berechnet und was wir daraus folgern können. Aber erstmal gucken wir uns ein Beispiel an, das ganz harmlos ist. Alle Kantenlängen sind nicht negativ, sogar positiv. Da kann nichts passieren. So, zum Beispiel haben wir von V1 nach V2 eine Kante mit der Länge 15. Deshalb tragen wir in der Zeile 1 und Spalte 2 die 15 ab. Genauso, ich nehme noch ein Beispiel her. Von V3 nach V4 haben wir eine Kante der Länge 5. Also Zeile 3, Spalte 4, die Länge 5. Überall woanders tragen wir eine Länge unendlich ab. Ähnlich wie bei Dijkstra, alles, was von einem Knoten zu einem anderen Knoten geht, über eine einzige Kante, das bekommt diese Kantenlänge initial, und alles, was nicht so geht, wo es keine Verbindung über eine einzige Kante gibt, wie zum Beispiel von 3 nach 5, 4, von 3 nach 5, da ist unendlich erst einmal initial. So, jetzt ändern wir was. Das ist vor der ersten Iteration, das ist nach der ersten Iteration. Und ich sollte jetzt die Invariante nennen, denn aus der Invariante wird sofort klar, was die Logik ist, was sich hier ändern muss. Daraus wird sich auch ableiten, wie es sich ändern muss, aber vor allem erstmal klären wir, was sich ändern muss, von einer Iteration zur nächsten. Und zwar ist die Invariante die folgende. Haben wir das nicht irgendwo hier formuliert? Hier kann ich mal kurz hinspringen. Nach so und so viel Iterationen ist dieser Zwischenschnappschuss der Matrix von V nach W die Länge eines bestimmten Pfades, nämlich die Länge eines kürzesten Pfades, der nur eine beschränkte Anzahl von Kanten enthält, nämlich höchstens eine Kante mehr, als wir Iterationen bisher hatten. Also, was heißt das für die Situation nach Null-Iteration? Für diese Situation besagt die Invariante, das, was hier drin steht, zum Beispiel von 3 nach 4, ist die Länge eines kürzesten Pfades, der maximal eine Kante enthält, eine einzige Kante enthält, höchstens eine Kante. Und das stimmt ja auch. Von 3 nach Hier gibt es genau einen Weg, der maximal eine Kante enthält. Für von 3 nach 3 gibt es auch einen Weg, der maximal eine Kante enthält, nämlich den Weg, der null Kanten enthält, dass man einfach auf V3 bleibt, und deshalb steht hier eine 0, passt zur Invariante. Ja? Die Invariante sagt, dass hier eine 0 stehen muss vor der ersten Iteration, weil das die beste Möglichkeit ist, über maximal eine Kante von V3 nach V3 zu kommen, nämlich indem man sich gar nicht wegbewegt. Und von V3 nach V4 zu kommen, ist die beste Möglichkeit über maximal eine Kante, eben diese eine Kante. Und da, wo es keine Kante gibt, ist die beste Möglichkeit, über eine Kante zu kommen. Gibt keine Möglichkeit, darüber zu kommen. Da haben wir wieder das neutrale Element unendlich über eine leere Pfadmenge. So, und jetzt auf der Basis dieser Invariante sollten wir auch verstehen,
was jetzt nach einer Iteration in dieser Matrix drin steht. Nach einer Iteration steht in dieser Matrix in einem Eintrag drin. Nehmen wir uns mal einen schönen Eintrag her. Das, die, die sich geändert haben, die Einträge sind die gelben. Nehmen wir uns doch mal den Eintrag her von 5 nach 2, die 22. Was ist das? Von 5 nach 2. Die 22 ist die kürzeste Möglichkeit, um über maximal 2 Kanten von 5 nach 2 zu kommen. Und Sie sehen, es gibt nur eine Möglichkeit über maximal 2 Kanten. Vorher stand hier unendlich von 5 nach 2, weil es keine Möglichkeit gibt, mit maximal einer Kante von 5 nach 2 zu kommen. Ja, die Kante zeigt hier genau andersrum. Jetzt haben wir die beste Möglichkeit, mit maximal 2 Kanten von 5 nach 2 zu kommen. Es gibt eine Möglichkeit mit 2 Kanten, das ist die hier. So, jetzt muss ich mal scharf hinschauen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt. Da ist überall... Ah ja, hier haben wir, von 1 nach 2. Von 1 nach 2, das ist instruktiv. Vorher, nach 0 Iteration, bei Initialisierung, hatten wir einen... steht hier die beste Länge, die kürzeste Länge mit maximal einer Kante. Das ist die 15 hier. Von 1 nach 2 können wir über maximal eine Kante gehen, indem wir über diese Kante gehen, die 15. Jetzt haben wir von 1 nach 2 hier, Sie sehen eine Änderung, deshalb gelb unterlegt, haben wir etwas Besseres gefunden. Es gibt einen Pfad mit maximal 2 Kanten hier, der die Länge 11 hat, und die Länge 11 ist besser als die Länge 15. Deshalb hat sich das hier geändert. Und das geht so weiter. Jetzt nach 2 Iterationen steht hier drin jeweils, zum Beispiel von V2 nach V3, die 12 steht hier drin, weil es gibt einen Pfad mit maximal... Der kürzeste Pfad mit höchstens 3 Kanten hat Länge 12. Versuchen wir den zu finden. V2 nach V3. V2, ein Pfad der Länge 12. 4, 7, 1, da ist er. Von V2 nach V5 mit Länge 4. Dann nochmal mit Länge 7 nach V1. Mit Länge 1 nach V3. Das ist dieser Pfad der Länge 12. Vorher stand hier unendlich drin, weil es keinen Pfad mit höchstens 2 Kanten gab. Es gibt aber einen Pfad mit höchstens 3 Kanten, der hat die Länge 12, und damit haben wir hier eine Verbesserung erzielt. Jetzt muss ich mal gucken. Hier ist nochmal das interessant, von V1 nach V5 stand vorher hier 19 drin. Von V1 nach V5 mit maximal 2 Kanten, hier bis V2 über 15 und dann nochmal über 4 nach V5, dieser Pfad steht hier drin, und jetzt steht hier eine 15 drin, weil es einen Pfad, der kürzer als 19 ist, nämlich 15 gibt und 3 Kanten enthält. Von V1, jetzt muss ich den finden, nach V5 über 3 Kanten. Wo geht denn der lang? Das muss der da sein. 9 plus 2 plus 4, also von V1 über V6, V2, V5. Deshalb haben wir hier vorher eine 19 gehabt mit einem Pfad mit höchstens 2 Kanten. Jetzt haben wir einen Pfad mit höchstens 3 Kanten, der Länge 15, und haben hier ein Update. Ja, Sie sehen, ich habe Ihnen nur die Invariante genannt und Sie können sofort hoffentlich nachvollziehen, dass die Zahlen, die da drin stehen, von Schritt nach Schritt immer die richtigen sind. Natürlich können Sie das nur nachvollziehen, weil das Beispiel halbwegs übersichtlich geblieben ist. Aber es kommt ja hier nur aufs Prinzip an. Das heißt, es reicht, ein einfaches, übersichtliches Beispiel sich erstmal anzuschauen. Und auch, denke ich, eine natürliche Invariante. Ja? Der Algorithmus guckt sich in jedem Schritt an, so, bisher haben wir Kanten, haben wir nur Pfade betrachtet mit maximal 7 Kanten. Jetzt in der nächsten Iteration erweitern wir das auf Pfade mit maximal 8 Kanten. Ja? Und wenn Sie das weiterdenken, so im letzten Schritt haben wir,
haben wir Pfade mit maximal 3571 Kanten betrachtet. Jetzt nehmen wir Pfade hinzu mit maximal 3572 Kanten. Schritt für Schritt. Wie das denn zunehmend funktioniert, werden wir gleich sehen. Aber machen Sie sich erstmal klar, was da jeweils für Zahlen drin stehen, und dann können wir uns ansehen, wie wir von einer Matrix zur nächsten eben innerhalb einer Iteration kommen, wie diese Zahlen sich von Mal zu Mal halt ändern. Das geht so weiter. Also hier hatten wir einen Pfad von V1 nach V2 mit maximal 3 Kanten. Der hatte Länge 11. Jetzt sehen Sie, hier ist Länge 10. Jetzt muss ich den Pfad von V1 nach V2 finden mit 4 Kanten, der Länge 10 hat. Oh je, wo finde ich den jetzt da? 1 plus 5 plus 2 plus 2. Also Sie sehen schon, dass das Beispiel ist gut gebastelt. Nicht von mir gebastelt, das hatte ich in Auftrag gegeben. Also derjenige, der es gebastelt hat, hat da ein gutes Werk getan, dass da richtig viel drin zu sehen ist. So, die Invariante. Können Sie nochmal anhand der letzten Folien zu Hause sich ansehen, ob Sie die Invariante wirklich geistig durchdrungen haben oder noch nicht? Ob Sie das wirklich nachvollziehen können, was ich eben gezeigt habe, was von Iteration zu Iteration in der Matrix so passiert? Induktionsanfang habe ich schon gesagt, ja, genau auf der Hauptdiagonalen die Werte 0. Weil wir mit maximal einer Kante kommen wir zu einem Knoten zu sich selbst überhaupt nur, indem wir dort bleiben, wo wir sind. Die Kanten ergeben jeweils einen Eintrag, und dort, wo es keine Kante gibt, entsprechend unendlich. So sieht der Induktionsschritt aus. Keine Sorge, ist nicht so kompliziert, wie das Ganze aussieht. Also, Sie sehen erstmal hier oben, für alle Knoten, ja, also für jeden Eintrag in der Matrix, für jedes Paar von Knoten, der zugehörige Eintrag in der Matrix in der neuen Version I plus 1 nach der Iteration berechnet sich einfach aus den Einträgen der Matrix, wie sie vorher da war. So, das Bild ist ziemlich ähnlich wie bei Dijkstra. Wir haben den alten Wert. Ja, also nehmen wir uns mal her, wir haben bis dato haben wir alle Pfade mit maximal 7 Kanten betrachtet. Und jetzt wollen wir den kürzesten Pfad haben, jeweils von V nach W, mit maximal 8 Kanten. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder hat der kürzeste Pfad mit maximal 8 Kanten, entweder hat der maximal 7 Kanten oder er hat genau 8 Kanten. Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Der kürzeste Pfad mit maximal 8 Kanten hat entweder maximal 7 Kanten oder er hat genau 8 Kanten. Und wenn er maximal 7 Kanten hat, dann steht seine Länge hier drin, denn Induktionsvoraussetzung, denn wir haben ja nach Induktionsvoraussetzung hier die kürzeste Weglänge von V nach W mit maximal 7 Kanten drin. Und wenn er 8 Kanten enthält, wenn er genau 8 Kanten enthält, dann muss er ungefähr so aussehen. Dann muss er einer von den Pfaden sein, die hier Minimumsbildung haben. Das sehen wir uns hier nochmal kurz am Bild an. Ich komme gleich auf die Formel wieder zurück. Ein Pfad mit maximal von V nach W mit maximal 8 Kanten ist entweder ein Pfad mit maximal 7 Kanten oder es gibt ein X, sodass wir hier einen Pfad mit maximal 7 Kanten haben und von X nach W eine Kante. Ja? Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Und das wird hier über die X'e alle genommen. Entweder ist unser Pfad mit maximal 8 Kanten schon, den wir suchen, den kürzesten, ein Pfad mit maximal 7 Kanten, oder er hat genau 8 Kanten. Dann gibt es einen letzten Knoten X und die kürzeste Weglänge bis X plus die Länge von X bis W ist dann dieser
diese Länge mit 8 Kanten. Und weil wir nicht wissen, welcher Knoten x das ist, müssen wir eben das Minimum bilden über alle Knoten x, die in Frage kommen. Über alle x in der Knotenmenge ohne den Knoten w, wo es hingeht. Das ist genauso wie bei Dijkstra, entweder die neue Situation. Bei Dijkstra war die neue Situation dadurch gegeben, dass ein roter Knoten grün geworden ist. Dadurch hat sich die Situation geändert. Hier ändert sich die Situation dadurch implizit, dass wir eben nicht mehr bis zu 7 Kanten berücksichtigen auf einem Pfad, sondern bis zu 8 Kanten. Und Pfade mit 8 Kanten basteln wir so hin, von v nach x, kürzeste Wegmöglichkeit plus Länge von x nach w. Und weil wir, wie gesagt, nicht wissen, welches x in Frage kommt, nehmen wir das Minimum über alle von denen. Das können Sie 1:1 in Java-Code übersetzen und dann haben Sie schon die Schleife geschrieben. Außer, dass die Abbruchbedingung noch fehlt. Ja, genauso wie bei Dijkstra. Entschuldigung. Wir haben zuerst die Formel hingeschrieben in mathematischer Notation mit diesen Deltas und dann haben wir den Code hingeschrieben und der Code ist 1:1 Übersetzung aus der Formel. Und genauso können Sie hier, das habe ich mir jetzt hier gespart, können Sie diese Formel, wie sie da steht, 1:1 in Java übersetzen. Hier mit zwei Vorschleifen, die über alle Zeilen und Spalten der Matrix gehen. Hier ist der alte Wert der Matrix drin. Hier sind diverse alte Werte von der Matrix drin, bisherige Werte. Und Sie nehmen immer die Länge von x nach w dazu und durchlaufen hier auch mit Vorschleife über diese ganzen Werte. So, und so geht das dann weiter. Das war die Situation nach 3 Iterationen bis zu 4 Kanten. Nach 4 Iterationen, also bis zu 5 Kanten in dem kürzesten Pfad. Und nochmal, und das ist auch das Endergebnis. Nach 4 Iterationen haben Sie alle kürzesten Pfade mit bis zu 5 Kanten. So, jetzt haben Sie hier in diesem kleinen Beispiel 6 Knoten. 6 Knoten insgesamt, V1 bis V6. Wie lang kann denn ein Pfad sein in diesem Beispiel? Er kann höchstens 5 Kanten enthalten. Das heißt, wenn wir jetzt alle kürzesten Pfade berechnet haben, mit maximal 5 Kanten, dann sind das alle kürzesten Pfade. Es kann keinen kürzesten Pfad mit 6 Kanten oder 7 Kanten oder 3751 Kanten geben. Jeder Pfad kann maximal 5 Kanten enthalten, der hier irgendwo von irgendeinem Knoten zu irgendeinem anderen Knoten über andere Knoten geht. Das heißt, nach 4 Iterationen sind wir fertig. Und das lässt sich natürlich verallgemeinern, wenn wir eine beliebige Anzahl von n wie Nordpol, vielen Knoten haben, dann sind wir nach n-2 Iterationen fertig. So, und das ist das Endergebnis. Und damit haben wir dieses Beispiel schon mal durch. Gucken wir noch mal kurz rein. Hier habe ich das auch noch mal dann in noch mal dargestellt, was wir vorher schon gesehen haben. Das finden Sie auch als Folien, also hier von unendlich auf 19 runter. Und dann von was? Von 19 auf 15 runter. Na, das sind diese Kanten, die hier grün gezeichnet sind. Und nochmal ein Beispiel. Wir gucken uns an von V5 nach V2. Am Anfang unendlich, weil es keine Kante von 5 nach 2 gibt. Dann runter auf 22, weil es einen Pfad der Länge 2 gibt, also mit 2 Kanten der Länge 22, und es gibt eine Länge 18 mit 3 Kanten und 17 sogar dann mit wie viel Kanten? Wo fängt es an? Hier 1, 2, 3, 4, 5. Mit 5 Kanten bekommen Sie
die Länge 17. Und damit haben Sie ein erstes Beispiel von Bellman-Ford gesehen. Wir werden uns beim nächsten Mal dann auch noch mit dem Fall zu beschäftigen haben, dass wir da negative Zügel drin haben. Oder können wir das noch ganz schnell machen? Ja, ganz schnell. Dann sind wir mit Bellman-Ford fertig. So, das ist die Ausgangssituation von eben. So, jetzt ist aber ein interessanter Punkt dabei. Eben habe ich gesagt, nach n minus 2, nach Anzahl Knoten minus 2 Iterationen können wir fertig sein, aber wenn Sie sich das im Wiki ansehen oder in irgendeinem Lehrbuch, egal wo, es wird Ihnen gesagt, der ist erst nach Anzahl Knoten minus 1 Iterationen fertig. Er macht noch eine Iteration mehr, obwohl wir festgestellt haben, bei diesem Beispiel sind wir nach 4 Iterationen fertig. Trotzdem macht er noch immer eine 5. Iteration. Wozu macht er die? Der macht sie deshalb, weil negative Zyklen in einem Beispiel vorkommen können, so wie in diesem Beispiel. Hier ist ein negativer Zykel drin, ein Zykel mit negativer Gesamtlänge. So, jetzt muss ich diesen Zykel mit negativer Gesamtlänge finden. Also minus 9 plus minus 7 plus 15, da ist ein Zykel mit negativer Gesamtlänge. Minus 16 plus 15 ist gerade minus 1. So, und jetzt sehen Sie, was hier plötzlich anders ist. Sie haben plötzlich negative Zahlen hier drin. Ja? Hier ist der Algorithmus, das habe ich nicht von Anfang durchgezogen, der Algorithmus ist nach 2 Iterationen zu dieser Matrix gekommen. Und Sie sehen, dass es auch auf der Hauptdiagonalen plötzlich negative Einträge gibt. Denn von V1 zu V1 über bis zu 3 Kanten kommen wir über einen negativen Zykel. 15 minus 9 minus 7 ist diese minus 1. Besser als die 0, in dem wir uns gar nicht bewegen. Ja, hier haben wir minus 16 von V2 nach V1. V2 minus 9 bis V5 minus 7 bis V1 und so weiter. Ja, die Situation sieht also plötzlich, wenn wir negative Kanten drin haben, vor allem wenn wir dann auch noch negative Zyklen drin haben, sieht die plötzlich etwas unübersichtlich aus. So, und jetzt machen wir noch eine Iteration mehr und Sie sehen dann, wie unübersichtlich das Ganze aussieht. Für solche Fälle, dass wir negative Zyklen drin haben, macht der Algorithmus noch immer eine Iteration mehr. Warum? Weil es kann sein, hier steht eine minus 1, das Bild ist nicht ganz drauf, es kann sein, dass dieser negative Zyklus so viele Kanten enthält, wie wir Knoten haben. Das heißt, dieser negative Zyklus wird erst dann entdeckt, wenn wir wirklich noch eine Iteration mehr machen. Erst dann haben wir in einem Beispiel mit 5 Knoten, so wie hier, erst dann haben wir einen negativen Zyklus mit 5 Kanten entdeckt, wenn wir noch eine Iteration mehr machen. Und Sie sehen, woran man einen negativen Zyklus erkennen kann, nämlich, dass auf der Hauptdiagonalen negative Einträge sind. Wenn es einen negativen Zyklus gibt, dann sind die Knoten, die auf diesem negativen Zykel drauf sind, es kann natürlich auch mehrere negative Zykel geben, die Knoten, die auf einem solchen negativen Zykel drauf sind, die haben dann auf jeden Fall einen negativen Eintrag. Knoten, die nicht auf einem negativen Zykel drauf sind, die haben in der Hauptdiagonale keinen negativen Eintrag. Und daran kann man negative Zykel erkennen und das bedeutet, diese Eingabe ist nicht lösbar. Der Algorithmus wird am Ende ausgeben, sorry, es gibt negative Zykel drin, deshalb kann ich keine Ausgabe liefern. Deshalb schaffe ich es nicht, kürzeste Wege zu berechnen. Und das, was hier berechnet wurde, ist eben die kürzesten Wege mit maximal 6 Kanten. Das sind, ob der Nutzer was damit anfangen kann, der den Algorithmus aufgerufen hat, dass er jetzt die kürzesten Wege mit maximal 6 Kanten
gefunden hat, oder nicht damit anfangen kann, muss ihm überlassen bleiben. Er bekommt auf jeden Fall die Information, sorry, ich kann keine kürzesten Pfade berechnen, weil es negative Zyklen gibt. So, damit sind wir mit dem Algorithmus von Bellman fort soweit durch. Und die Zeit ist auch um. Ich möchte mich bedanken dafür, dass Sie es in dieser doch recht, in diesem doch recht unangenehmen Mikroklima in diesem Saal hier mit mir ausgehalten haben. Und würde mich freuen, Sie das nächste Mal wieder hier zu haben. Also morgens um 8 dürfte das Mikroklima aller Erfahrungen nach natürlich deutlich besser sein als jetzt, weil sich der Saal doch über Nacht ein bisschen abkühlt. Also vielen Dank für heute und noch einen schönen Tag.